Alle müssen lange warten. Die Anhänger der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, ebenso wie die versammelte Weltpresse. Erst nach 3 Uhr in der Früh betritt Bibi, wie ihn hier jeder nennt, die Messehalle in Tel Aviv. Der Schock über das Wahlergebnis sitzt offenbar tief. Netanyahu regiert bereits länger als Staatsgründer Ben-Gurion, aber nun droht ihm der Machtverlust. Doch Bibi gibt sich kämpferisch, obwohl er heiser ist, wie er beklagt. Es ist besser, die Stimme zu verlieren, als den Staat zu verlieren. Israel braucht eine starke Regierung, eine stabile Regierung, eine zionistische Regierung. Eine Regierung, die Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes verpflichtet ist. Es wird und kann keine Regierung geben, die sich auf antizionistische arabische Parteien stützt. Parteien, die die Existenz Israels als jüdischen und demokratischen Staat leugnen. Parteien, die blutrünstige Schläger verherrlichen und loben, die unsere Soldaten, Zivilisten und unsere Kinder ermorden, das kann einfach nicht sein. Das ist undenkbar. Die Warnung gilt vor allem ihm, Benny Gantz. Netanyahus schärfster Rivale um das Amt des Regierungschefs hier auf einer Werbetour in Tel Aviv. Die Blau-Weiß-Partei von Gantz hat ebenso wie der Likud von Netanyahu 32 Sitze erobert. Für eine Mehrheit im Parlament der Knesset sind aber 61 Sitze erforderlich. Ohne Koalitionspartner geht es also nicht. Dass Gantz, ein ehemaliger General- und Armeechef, mit den tendenziell israelfeindlichen arabischen Parteien zusammenarbeiten könnte, hält Netanyahu für eine nationale Katastrophe. Bibi hat sich bisher auf eine Mehrheit aus rechten und religiösen Parteien gestützt. Die ultraorthodoxen Gruppierungen Schass und Vereinigte Torah-Judaismus-Partei holten 17 Sitze. Doch die Privilegien der streng Religiösen sind vielen Israelis ein Dorn im Auge. Die Ultraorthodoxen werden nicht zum Militärdienst eingezogen. Ihre Torah-Schulen erhalten hohe staatliche Zuschüsse. Viele Familien leben von Sozialhilfe und Kindergeld. Gantz und seine Blau-Weißen haben versprochen, das zu ändern. 6,3 Millionen Israelis waren bei dieser Wahl stimmberechtigt. Obwohl im Vorfeld viel von Wahlmüdigkeit die Rede war, stieg die Wahlbeteiligung überraschend an. Der Zweikampf zwischen Netanyahu und Gantz mobilisierte die Israelis, zum zweiten Mal innerhalb von 5 Monaten an die Urnen zu gehen. Im gesamten Wahlkampf ging es weniger um Inhalte als um die Frage, ob Netanyahu bleibt oder gehen muss. Ich hoffe, das Land wird einige Veränderungen erleben, die den Friedensprozess unterstützen. Ich denke nicht, dass sich diese Wahl von der letzten unterscheidet. Ich wünsche mir eine Veränderung. Allerdings denke ich, dass die Menschen, die das letzte Mal zu Hause geblieben sind, dieses Mal auch nicht zur Wahl kommen werden. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Würden alle zum Wählen gehen, all die Araber, die das letzte Mal nicht kamen, die Menschen, die sich als weltoffen bezeichnen, dann käme es vielleicht zu einer Veränderung. Das hoffe ich wirklich. Ich wünsche mir eine starke politische Struktur, die für alle Menschen funktioniert. Eine, in der das Wohl der Menschen an erster Stelle steht. Ich möchte einen Politiker, der darüber spricht, was er für das Land tun möchte und nicht, welche politischen Koalitionen er schließt. Natürlich gibt es Hoffnung. Hashem beschützt uns. Natürlich gibt es Hoffnung. Ich mache mir keine Sorgen. Er ist sehr gut und beschützt uns jeden Tag. Die Vertreter beider Lager kämpften bis zur letzten Minute um jede Stimme, so wie hier Minister Israel Katz. Der Likud-Politiker ist als Außen-, Verkehrs- und Geheimdienstminister einer der mächtigsten Männer des Landes. Bei einer Kundgebung auf dem Mehane-Jehuda-Markt unterstrich er, der Staat solle weiterhin so geführt werden wie bisher, was Politik, Wirtschaft und Sicherheit angeht. Ob der Händler, der Katz einen riesen Fisch übergab, wohl ahnte, dass dem Likud das Wasser bis zum Hals steht und der bisherigen Regierung der Untergang droht? Die Aktivisten der Blau-Weiß-Partei waren optimistisch, dass es ihnen gelingen würde, den ewigen Regierungschef aus dem Amt zu drängen. Doch so richtig feiern konnte am Ende niemand. Nach dem Patt zwischen den beiden Lagern deutet nun viel darauf hin, dass es zu einer großen Koalition, einer Einheitsregierung von Likud und Blau-Weiß kommen könnte.
Offen ist, wer dann den Regierungschef stellt. Die Verhandlungen werden wohl etliche Wochen dauern. Wieder einmal müssen alle lange warten.